Ja, ich studiere in Folkwang-Universität und ich studiere Komposition bei Professor Günter Steinke. Ja, ich freue mich sehr, dass ich so großes Orchesterstück komponieren zu dürfen. Ja, und ja, die Proben waren immer verbessert. Und ja, Musiker bemühen sich sehr viel auf mein Stück auch für die anderen Stücke auch. Ja, ich freue mich sehr. Die Arbeit mit dem Orchester ist für jeden Studenten, der hier studiert, eigentlich der Rolls-Royce, will ich mal so sagen. Also das ist eine Krönung dessen, was man machen kann, weil natürlich jeder weiß, dass es sehr aufwendig ist. Erstmal, wenn man es komponiert, ist es großer Aufwand. Und wenn man es aufführt, ist es auch großer Aufwand, weil man natürlich ein großes Orchester dafür braucht mit vielleicht 80, 85 Musikern. Und wir haben eben das Glück, hier jedes Jahr eine Uraufführung machen zu können. Mit dem Olivier Leo Schmidt als Dirigent. Manchmal kommen die Bochumer Symphoniker. Diesmal ist unser eigenes Orchester dabei, das Folkwang Symphonieorchester. Und es ist natürlich eine unglaubliche Chance, so ein Projekt zu machen, nämlich dabei auch etwas zu lernen. Einerseits der Umgang natürlich mit den Instrumenten, aber auch mit den Musikern. Es ist häufig auch eine psychologische Sache, wie man mit einem Orchester umgeht. Und je früher man sowas lernt, desto besser. Die haben Probleme in der Höhe, das ist ganz klar. Höhe und Flatterzunge. Ich glaube, das sollen dann bei den hohen Sachen die Flatterzunge weglassen. Dann haben sie mehr Power, können den Ton oben gut kontrollieren und machen besser. Ich bin Student an der Folkwang und wir haben heute einen Studiotag, wo wir einen Produzenten eingeladen haben, den Sebo Adam. Und da habe ich das Vergnügen gehabt, halt mit ihm einen Song von mir aufzunehmen. Und habe eine Band eingeladen und mit der haben wir den Song eingeprobt und dann, soweit wie es ging, aufgenommen, ja. Wir sind gleich soweit. Achtung, kommt. Das erfordert meines Erachtens eine Riesendisziplin im Studio und über das haben wir vorher auch geredet. Studioarbeit ist für mich etwas, was sehr viel mit Geduld zu tun hat. Die Gitarre soll so gleichmäßig wie möglich einfach diese Chords legen und der Trumpeter soll einfach ein ganz klarer Trumpeter sein. Ich gebe dir den Riff und du musst mit Charles, müsst ihr mal gucken, dass ihr den Ton, die Länge der Töne gleich haltet und dass ihr den gleich wegnehmt. Ich bin jetzt zum zweiten Mal hier eingeladen worden, um den Kollegen hier im Studio zu helfen und quasi wir simulieren in einem Tag, wie so ein Studioleben ist und ich glaube, meine Aufgabe ist, quasi den Blick aus der, nennen wir es, echten Welt reinzubringen und das funktioniert gut. An uns vorbei und ehe wir uns was sehen, kommt der Herbst und dann der Schnee. Die Sonne scheint da oben, wo bleibt der Regenbogen? Erst im zweiten Refrain auf wirklich 100% sein. Im ersten Refrain auf 98 und in den... Im zweiten Refrain. Wir sind da, das ist schon sehr, sehr, sehr heikel, wo wir uns da bewegen. Das sind... Aber das sind genau diese letzten 10% raus zum Holen dann. So. Also ich glaube auf jeden Fall, dass man Pop studieren kann, auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht für manche Leute eher oberflächlicher wirkt. Gibt es viele Aspekte, die man auf jeden Fall neu dazulernen kann, sei es Arrangement oder
Pop selbst hat ja auch viele verschiedene Stilrichtungen, was man genau damit anfangen könnte. Und seinen eigenen Stil dazu finden, ist gar nicht so einfach. Daher würde ich schon sagen, dass einem das auf jeden Fall nützt, da neue Schwerpunkte, neue Stilrichtungen und generell einfach Pop besser kennenzulernen. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, sich längere Zeit mit Popmusik zu befassen und das zu studieren. Der Austausch ist sehr wichtig. Der Austausch mit anderen Studierenden, der Austausch mit Menschen, die hier Workshops machen, die von außen kommen. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, der Input von außen. Und insofern macht das sehr viel Sinn, sich lange Zeit intensiv mit diesen Dingen zu beschäftigen. Flieg mit mir. In Gusseisentänze versuche ich Verzerrungen, also Gitarrenverzerrungen und andere Effekte wie Distortion zum Beispiel auf ein ganz klassisches Ensemble zu tun. Also im Prinzip ist es ein riesen Gitarrenverzerrer auf einem Ensemble und ich versuche dann zum Beispiel ähnliche Klänge, zum Beispiel Spaltklänge, also Multiphonics in den Bläsern zum Beispiel zu verwenden, um diese Brücke zu bauen zwischen elektronischen Distortions und instrumentalen Verzerrungen, sag ich mal. Das Besondere an dem, an der Besetzung ist, es ist sehr tief. Also es ist Kontrafagott, Bassklarinette, Kontrabass zum Beispiel ist alles drin. Und ich finde das diese tiefen Instrumente finde ich sehr, sehr interessant klanglich, weil man kann so viele Obertonspektren oder sehr viele reiche Obertöne rauskitzeln. Und da liegt es eigentlich sehr nahe, dass man dann viele Multiphonics benutzt zum Beispiel. Almost ask yourself what isn't electronic composition these days? Yeah, what isn't electronic composition? Because so many people are working in hybrid areas where techniques which were once reserved for electronic composition are now almost a standard part of working with instruments. So for instance, a lot of people today work mainly with instruments, but it's hard to imagine their practice without some form of electronics, whether that's mere amplification or whether that's the inclusion of sound files or live processing or any other form, any other hybrid form. Ich studiere integrative Komposition und mein Hauptfach ist elektronische Komposition. Das bedeutet, dass innerhalb meines Studiums ich konzentriere auch auf was Hauptfach ist, aber ich muss Nebenfächer auch machen, wie Komposition für Instrumentalkomposition, Popkomposition, Visualisierung auch. Genau, und dann man lernt alle Kompositionen in alle dieser Bereich, aber man fokussiert auf was für sich wichtig oder ja genau, was für sich wichtig ist. Was ich versuche zu entwickeln durch mein Studium in elektronischer Komposition sind Wege oder Systeme für Live-Instrumenten. Ja. Aber ich finde es besonders spannend zu arbeiten mit Systemen für Live-Instrumental, weil das ist erstmal schwierig. Man lernt viel dadurch und das ist einfach Hammer. Das ist einfach schön, dass man die Elektronik, beziehungsweise das Signal von dem Instrument
in einer neuen Facette als elektronisch wiedergibt und zusammen fast kontrapunktieren, kanonisch arbeiten, genau, einfach neue Klingen dadurch schaffen. Schaffen, das ist also das Wort. This is something that Celso and I have been working on for the past couple of years, how to bring his Max programming skills up to the level where he's able to take a vision for a piece from concept, from sound idea into actual reality in the concert hall. It's not such an easy thing to do when you have a certain idea of how a piece should sound and how the interaction between the electronics and the instruments should actually take place. It's not so easy to then just step into a programming world and realize that directly, because you're not necessarily using techniques that come straight out of the box in a digital audio workstation like Logic or Pro Tools or something. You're actually imagining a different kind of coupling, for instance, of parameters so that some things flow freely out of the analyzed sound or out of the recorded sound into other parameters for the treatment of sound in general, but instruments in particular in this case. Komposition, Visualisierung ist ein Bereich, der relativ jung ist an Folkwang. Den gibt es noch nicht so lange. Wiewohl die Verbindung zwischen bewegtem Bild und bewegtem Klang, also Musik und Film, natürlich alt ist. Und der Ansatz ist ein gedanklich relativ einfacher. Die Musik besteht aus bestimmten kompositorischen Parametern, mit denen man Klänge definieren kann, mit denen man Prozesse definieren kann, Entwicklungen definieren kann, große formale Abschnitte definieren kann. Und diese Art von Übertragung ist der eigentliche Zugang zu dem Bereich Komposition, Visualisierung. Wie übertrage ich Denken, musikalisches Denken in visuelles Denken und umgekehrt? Was geschieht eigentlich, wenn ich das Video um mich herum stattfinden lasse? Ja? Wie viel kann ich eigentlich aus den Augenwinkeln sehen? Wie viel verpasse ich, wenn ich mich umdrehe und auf der anderen Seite nicht mehr wahrnehmen kann? So, und dann entsteht eine völlig neue Wahrnehmungssituation, die in gewisser Weise musikalisch ist, aber eben nicht über die Ohren, sondern übers Auge funktioniert und dann auch zu neuen Wahrnehmungsformen führt. Thank you.
the times and the situations in which I find myself. That to me is my duty. Jeder bringt irgendwie Ideen von sich mit und dann diskutiert man zusammen, was man jetzt einbaut, und das ist eigentlich Teamarbeit so. Wir können da auch unsere eigenen Sachen reinpacken und mal ein bisschen experimentellere Musik auch zeigen, die meisten Leute, die da in den Park gehen, vielleicht sonst nicht so hören. Man bringt seinen Picknickkorb mit, man setzt sich auf seine Picknickdecke, legt sich dahin, macht die Augen zu und genießt ein bisschen die Musik. Und dann ist das immer eine ganz großartige Atmosphäre, wenn dann so 1500 Leute im Park sind, die einfach ganz chillig sitzen, Wein trinken, Picknick machen, Musik genießen.